Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf dem ID-Kanal. Heute reagieren wir mal, Leute, wieder auf epische Design-Fails, Leute, von dem Kanal PixFun. Wir reagieren auf den zweiten Teil des Videos und ich bin sehr gespannt, Leute, was am Ende dabei rauskommen wird. Lasst gerne an der Stelle ein Like da, wenn ihr mehr Design-Fails und weitere Reactions sehen wollt. Und vergesst nicht, Leute, diesen Kanal zu abonnieren, damit wir die 80.000 Abonnenten bald schaffen, Leute. Wir sind auf dem Weg zu 100.000 Abonnenten. Lasst uns das mal, wer weiß, vielleicht dieses Jahr sogar noch schaffen, Leute. Ich glaube an euch. So, let's go. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Alter, also wenn ihr wirklich Bock habt, Leute, auf Rückenverkrümmungen und so, das ist halt für mich super gesund bei meiner Morbus-Bechterew-Erkrankung. Es ist super gesund, sich so hinzusetzen mit dem Nacken. Stretching, schön Nackenstretching, ja. Genau. Das haben wir, glaube ich, schon gesehen sogar. Oh mein Gott. Nee, hier waren wir zum Schluss. Also der Pfeiler, man sieht ja schon, dass der bald bricht. Hier ist ein Riss, genau an der Stelle, ich glaube auf der anderen Seite auch. Ich glaube, der Pfeiler wird bald reißen, wenn die Straße immer Stück für Stück wegbröckelt. Moment mal kurz, ich habe erstmal kurz nachgedacht, was geht denn da ab? Peppa Pig, aha, die Nase ist zu hoch, die Augen müssten da oben sein. No way. Oh mein Gott. Wann habe ich überhaupt... Ja, passt. Okay. Die Leggings sieht so aus, als wäre sie auf ihren Tagen. Ja, kann ich bestätigen. Sieht aber aus der Ferne ein bisschen anders aus sogar. Alter, diese Leggings. Yo! Das nehmen wir, glaube ich, aufs Thumbnail. Oh mein Gott. Das ist... Ey, ich dachte, ich habe alles gesehen. Oh mein Gott, ich weiß, was passiert ist. Hier ist der Knochen. Dann kommt der Knochen hier. Dann kommt der Knochen, glaube ich, irgendwo anders. Ja, da war halt auch zu sehen, der Hund drüber gedrückt. Nein. Oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer. Das ist ja übelst der Horror. Shrek! Auf dem Minigolfkurs. Oh mein Gott, die Vögel haben sich dabei richtig auf dem Hemd begnügt. Das ist eine Ente? Ich dachte, es wäre ein Fuchs. Aber dann habe ich gesehen, das ist Wasser. Was? Warum ist die Ente braun? Also warum hat die so einen Fuchsschwanz? Warum hat die ein Lächeln? Why? Und es ist ein deutsches Buch. Ah, ey. Hier ist der Daumen, der zeigt, hier, bitte holen Sie sich Ihre Seife ab. Und dann... Nein, leider nicht. Was ist das? Ich muss erstmal darauf klarkommen, was das ist. Ist das die Hauseingangstür? Ist das die Garage? Okay. Das ist wohl eine Garage. Sehr schmal. Da passt mein Mercedes nicht rein. Dann kommst du hier rein. Dann ist hier ein Fenster, da 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 sind Fenster, da sind Fenster, da überall. Die ganze Wohnung besteht aus Fenstern. Das Einzige, was normal aussieht, ist das Dachgeschoss. Ja, genau. Das ist ein Christmas Tree, ein Weihnachtsbaum. Oh, wenn du dich drauf setzt, bist du sofort weg. Ja, also der hat den Stuhl, wer auch immer den Stuhl montiert hat. Also von hier bis dort ist ja auch alles in Ordnung. So sieht auch ein normaler Stuhl aus, Leute. Aber das hier müsste eigentlich da hinten geschraubt sein. Oh. Ah, nach 15 Minuten habe ich mich dahin gestreckt und es gefühlt.
Ja, perfekt, Alter. Perfekt. Der Beamer mit dem Ventilator. Sehr gut. Das ist exquisites Design. Exquisites Design, sage ich euch, Leute. Das ist der Fluchtausgang für Feuerwehr. Alter, ich meine, wenn du da runterläufst, besteht halt eine gewisse Gefahr. Wow, wow, wow. Ich sehe es jetzt erst. Nicht nur alleine, dass es schwer ist, da runterzukommen. Auch die ganzen Kabel, Leute. Hoff mal nicht, dass das eine Stromleitungskabel ist. Ich glaube, das ist ein Telefon hoffentlich nur. Alter. Wie kommst du da durch? Diese Outfits. Nein, nein, nein. Was denn? Was? Die Bären sehen doch süß aus. Was ist denn daran ein Design-Fail? Vielleicht wären die Polarbären besser mit grünen Schal. Oh, jetzt sehe ich's. Das sieht ja überhaupt nicht aus wie ein Schal. Oh mein Gott, ja. Was ist das? Was ist das? New Stylish Breathable, also atmungsaktiver Mesh Silk Men's Merrill Underwear Sexy Mesh Boxer Breathable Underpants. Also ich frag mich, wer kann vorne durch... Frage ich mich auch, also ich weiß nicht. Wahrscheinlich halt so ein Roboter, der sich entlüften muss. Wahrscheinlich, das ist für Roboter, die halt das Kühlsystem unten haben. Macht Sinn. Ja, natürlich. Klar. Wer kennt's denn nicht? Natürlich. Selbstverständlich. Ganz klar. Mhm. Ist das ein Foto in einem... Oh mein Gott, das ist halt wirklich so. Ein Foto im Foto. Hello. Okay, warte. Ich sehe gerade den Fail hier nicht. Hell. Ach, hell. Oh, die Hölle. Uff. Oh nein. Nein, 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 nein. No way. Jeder liebt eine gute Dusche. Ja, ist auch eine nicht zu komplizierte Dusche, die direkt an das Warmwasser angeschlossen ist. Ach, keine CD ist notwendig. Ja, sehr schön. Also, ja, perfekt. Also, oh, sorry. Ich hab's voll verpeilt, natürlich, Leute. Ich hab ja vergessen, dass man nicht während des Schwimmens rauchen sollte. Sorry, tut mir leid. Das ist mir immer so, Leute, wenn ich meine Brustschwimmübung mache, so, dann vergesse ich auch immer, dass man eigentlich dabei nicht rauchen sollte. So, weißt du, so, mal machst du den hier. Ach, das ist ja so schade. Mann, hab ich wieder was dazu gelernt. Herrlich. Okay. Das Problem hier ist, ich glaube, die Spüle ist ein bisschen weit in der Mitte, ne? Also, du brauchst da richtig lange Arme. Du brauchst da richtig lange Arme, um da dran zu kommen. Nein. 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 Sollte das nicht eigentlich Honig sein? Und warum guckt der so komisch? Das ist meine Kindheit? Nein, das ist nicht meine Kindheit. Okay, ich habe für eine Sekunde geglaubt. Für eine Sekunde. Health Shop? Drinks, Snacks, Supplements, Healthy Food. Okay, gesunde Sachen. Yoga-Class, Zumba. So, oh, das ist ihr Rücken. Und das muss ja wohl ihr... Ah, natürlich, das ist ja die Schulter. Leute, was dachtet ihr denn, ihr kleinen... Nein! Nee! Als Strafe verdonner ich dazu, euch das Liken zu... Nee, das Video zu liken. Wenn ihr das gesehen habt, okay. Leute, Real Talk, ich glaube, jeder von uns hat da irgendwie diesen Missverständnis gesehen, oder? Ja. Wirklich. Ei. Benutz mich. Oh nein, der Pinguin am Straßenstrich.
guck mal, wie verwahrlost der und wie gebraucht der ist. Aber er sagt, benutzt mich. Das Herz sieht aber... Nee, nein. Ey, geiler Sitzplatz. Geiler Sitzplatz, mein Freund. Wirklich, ich kann alles sehen. Oh, hier auch. Ich kann auch alles sehen, die Ampel. Es ist rot. Warum ist die Ampel übrigens mit 5 Lichtern ausgestattet? Shoes are my life. I love them, I need them, I want them. Oh, ich habe das S gerade fast gar nicht erkannt. Ach so. Ja. Schuhe sind auch mein Leben, ja. Schuhe ohne S. Shoes. Ja, Leute, damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr einen dritten Teil haben wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns, Leute, beim nächsten Video. ID ist raus, haut rein, Freunde, und ciao.